Fahrradfahren im Winter, Fahrradfahren bei kühleren Temperaturen und Fahrradfahren im Regen. Ich habe hier mal meine Klamottenkiste dabei. Viele von euch haben unter einem speziellen Video, was wir euch in der Videobeschreibung unten verlinken, nachgefragt, was ich denn so trage, welches Outfit ich da anhabe. Das gehen wir jetzt durch. Hier ist meine Klamottenkiste. Das wird jetzt spannend. Fangen wir an, was tragen wir auf dem Kopf? Ganz wichtig natürlich mein Helm. Ich habe meistens hier den Kratoni-Helm auf und da ist es natürlich im Sommer angenehm. Er ist super belüftet, aber das ist natürlich im Winter nicht so ganz so fein, denn da zieht ordentlich die Luft durch und das lässt euch ordentlich das Hirn gefrieren. Es gibt jetzt halt hier, was ich meistens eigentlich anhabe, ist so eine ganz dünne Untermütze von VD, die wird einfach nur drüber gezogen. Ist jetzt nicht für ganz so kalte Temperaturen geeignet. Das Gute ist bei der, dass die halt wenig aufträgt und ihr könnt diese Verstellung vom Helm sogar richtig gut noch nutzen. Was auch geht, wenn es kälter wird, habe ich einfach eine relativ dünne Mütze und die setze ich dann auch drunter auf, denn da funktioniert der Helm gerade noch so drunter. Wichtig ist, wenn ihr sowas drunter anzieht, also eine normale Mütze, schaut immer, dass der Helm auch auf jeden Fall noch ordentlich sitzt. Denn es ist nicht schlimmer, wenn ihr beim Eis oder sowas ausrutscht und dann haut es euch runter und der Helm fliegt einfach weg. Das ist nicht der Sinn des Ganzen. Also am sinnvollsten sind diese etwas dünneren Mützen, aber wenn es mal wieder richtig kalt wird, dann nimmt eine dickere Mütze, die um einiges dünner ist. Kommen wir mal zur nächsten Schicht. So, kommen wir zu den Händen. Die sind natürlich super im Wind. Das heißt, wenn ihr fahrt, dann kommt da natürlich der Fahrtwind hin. Deswegen habe ich hier jetzt mal eine Auswahl an verschiedenen Handschuhen. Die ich meistens anhabe, sind natürlich ganz normale Fahrradhandschuhe. Ihr kennt aus verschiedenen alten Videos von uns noch meine Fist-Handschuhe. Ich mag die sehr gerne, sind aber normale Fahrradhandschuhe. Die haben jetzt nicht eine besondere Kälte- oder Isolierschicht oder sowas drin. Die sind halt super, wenn es einigermaßen moderate Temperaturen hat. Sobald es ein bisschen kälter wird, habe ich hier Merino-Wolle Handschuhe. Die sind von Röckel, sind auch schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Wir versuchen euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Aber die halten schon mal, ich sage jetzt mal, bis 0 Grad, minus 1 Grad halten die. Auf jeden Fall bei mir langt das. Wichtig ist immer, alle Klamotten, die ich hier habe, die halten mich warm. Und ich habe ein anderes Wärmeempfinden als vielleicht du da draußen. Deswegen ist es wichtig, dass du natürlich auch Sachen aussuchst, die zu dir passen. Solltest du eher ein Mensch sein, der relativ schnell friert, dann müsstest du immer auf die etwas dickeren Sachen zurückgreifen. Dickere Handschuhe zum Beispiel wären hier auch von VD die Handschuhe. Die sind einfach, ich sage jetzt mal, bis minus 5 Grad sind die auf jeden Fall gut. Sie sind innen drin ein bisschen gefüttert, sind aber jetzt auch nicht die wahnsinnigen wärmenden Handschuhe. Ihr könnt zum Beispiel Snowboard-Handschuhe oder Skihandschuhe nehmen, die halten auf jeden Fall warm. Und da habt ihr auch natürlich die Möglichkeit, relativ gut noch mit euren Fingern irgendwo an die Bremse zu kommen. Sollte es richtig regnen, gibt es eine Firma, die heißen Sealskins. Sealskins bauen Sachen, die sehr, also die, da geht kein Wasser durch. Das ist alles wasserdicht, also es ist wirklich wasserdicht. Und da gibt es diese schicken Neon-Handschuhe. Ihr seht schon, die habe ich noch nicht wirklich häufig angehabt. Und da habt ihr die Möglichkeit, dass ihr natürlich mit diesen geriffelten Sachen hier, also das ist so eine gummierte Schicht, habt ihr einen optimalen Grip, auch bei Nässe. Und ihr habt die Möglichkeit, auch hier beim Bremsen oder eben am Griff nochmal selber ordentlich Halt zu erzeugen, auch wenn es richtig nass wird. Die sind super, weil sie halten dann eben die Hand trocken. Wenn es noch ein bisschen mehr isolieren soll, dann bietet sich an, darunter einfach einen kleinen Latex-Handschuh, diese ganz normalen, die ihr im 100er-Pack kaufen könnt, die da drunter und dann habt ihr auf jeden Fall auch die wärmende Schicht. Lustig ist auch, hier ist sogar noch touchfähig, also ihr könnt auf dem Display, zum Beispiel auf dem Navigationsdisplay von Bosch, also auf dem Neon, könnt ihr auch mit rumtouchen, das funktioniert. Sealskins bauen Zeug, was insgesamt immer wasserdicht ist. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Die sind nicht ganz günstig, die Sachen, aber sie erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Das ist jetzt mal der Teil zu den Handschuhen. Thema Brille. Wir haben schon ein Video gemacht, wo wir euch die Brille von mir mal vorgestellt haben. Ich will es hier nur noch mal anbringen. Das Wichtige ist im Winter auch, dass ihr irgendwas auf den Augen habt, denn es kann immer mal sein, dass es irgendwie schneit oder regnet und dann habt ihr natürlich, seid ihr hier komplett in diesem Bereich, wo es euch in die Augen reinhaut. Es gibt
Hier meine Brille, das ist eine Naked Optics. Da habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Scheiben reinzumachen. Also wir haben jetzt hier eine klare Scheibe drin. Die ist natürlich für dunkle Verhältnisse super. Es gibt aber auch noch mal eine voll verspiegelte Scheibe. Und die, die ich eigentlich am meisten nutze, das ist so eine halb verspiegelte. Da habt ihr den Schutz vor Sonne. Aber ihr seht auch noch relativ viel. Und wenn man hier so mal ein bisschen durchguckt, man sieht schon, es ist so ein bisschen rötlicher. Also ihr habt auch einen super Kontrast, wenn ihr vom Hellen in den Wald fahrt zum Beispiel. Und dann sind die Lichtverhältnisse anders. Da bietet sich natürlich an, eher so eine Scheibe zu nehmen. Aber wenn es richtig eklig ist und neblig ist, dann fahre ich meistens mit so einer. Da geht es mir rein nur darum, dass ich einen Schutz habe vor Regen, vor irgendwelchen Ästen, wenn man durch den Wald fährt oder sowas. Da ist das natürlich super. Hier ist es auch noch der Vorteil. Wie gesagt, wir haben euch die Brille schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr auch noch einen Rahmen außen hinbauen, der das Ganze noch ein bisschen enger an euer Gesicht drückt. Und somit habt ihr auch noch mal diesen Komplettschutz, dass da auch wirklich keine Luft mit reinkommt. Also wer Probleme hat mit tränenden Augen zum Beispiel, für den ist vielleicht diese Option mit diesem kompletten Rahmen dann auch noch mal eine Möglichkeit. Das will ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. So, wir haben unsere Box mal leergeräumt und ihr seht hier eine Menge Zeug. Wichtig ist, das ganze Zeug ist nicht ein Outfit, sondern es sind ein paar Sachen, die in verschiedenen Variationen vorhanden sind, damit man einfach auf verschiedene Gegebenheiten reagieren kann. Vieles ist dabei, das ist von der Firma VD, rein aus dem Aspekt, weil ich selber überzeugt bin von dieser Firma, weil sie eine andere Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit haben. Sie machen das Ganze ein bisschen mehr in Einklang mit der Natur, sofern man das sagen kann. Und deswegen mag ich diese Marke und es hat sich für mich bewährt. Also ich fahre gern mit dem Zeug. Ihr da draußen müsst nicht unbedingt VD tragen, aber es sind halt einfach schicke Klamotten mit einem Touch etwas mehr Nachhaltigkeit. Und deswegen kommt hier viel von VD zum Einsatz. Fangen wir mal an. Ich habe ja in dem einen Video schon gesagt, was ist denn so das Ziel des Ganzen, wie man sich anzieht. Das beginnt mit einem Zwiebellook. Also es ist wie eine Zwiebel, also ihr habt verschiedene Schichten, die ihr anzieht. Und da diese Schichten haben verschiedene Eigenschaften. Wir fangen mal mit der untersten Schicht an. Und zwar ist das lange Unterwäsche. Also wenn ihr hier seht, ich habe hier eine lange Unterhose und ich habe hier noch ein langes Unterhemd. Das ist quasi meine Basisschicht. Das ist jetzt alles noch Synthetik, das ist auch nicht von der Firma VD. Aber es gibt hier auch noch die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen mehr zu optimieren, also für noch kältere Temperaturen, indem ihr das Ganze aus Merino-Wolle nehmt. Merino-Wolle hat einfach einen super wärmenden Faktor und dadurch habt ihr natürlich die unterste Schicht, also den Base-Layer nennt sich das Ganze, den habt ihr dann in einer echt warmen Schicht schon und dann braucht ihr oben raus nicht mehr so viel. Ich habe jetzt halt hier normale Synthetik-Sachen und wir haben jetzt hier unser Model extra eingeladen, extra eingeflogen. Danke dir, Basti. Und du ziehst jetzt mal als erstes diese Schicht an. So, wir haben jetzt halt hier unsere Base Layer. Der Base Layer ist quasi die Ausgangssituation. Was ich jetzt persönlich noch mache, ich ziehe einfach noch einen Tanktop drüber. Das ist einfach nochmal ein bisschen mehr isolierende Schicht. Also nicht isolierend in dem Sinne, sondern es ist einfach nochmal ein bisschen wärmer. Es ist auch für den Kern des Oberkörpers, also quasi für den inneren Bereich, einfach nochmal ein bisschen angenehmer. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Solltet ihr Merino-Zeug anhaben, dann braucht ihr das nicht unbedingt. Aber das ziehen wir jetzt im Basti auch nochmal an. So, wir haben jetzt unsere Grundschicht. Die Grundschicht ist einfach nur wärmend und muss die Eigenschaft haben, dass der Schweiß nach außen abtransportiert werden kann. Das Schlimmste wäre, wenn ihr darunter solche Sachen anhabt, dass ihr im Schweiß, also in eurer eigenen Nässe sitzt, denn dann fangt ihr relativ schnell das Frieren an, weil dieser Schweiß natürlich auch kalt wird. Also wichtig für den Base Layer ist, Schweiß muss nach außen transportiert werden und das macht ihr mit so einer Funktionsunterwäsche. Kommen wir zur zweiten Schicht. Das ist eine wärmende Schicht. Ihr könnt jetzt halt hier theoretisch, wenn ihr jetzt halt nicht so einen Schweißtreiber, also wenn ihr jetzt nicht Mountainbiken seid, sondern nur beim Pendeln seid, könnt ihr jetzt halt eine Fleecejacke drunter anziehen. Die habe ich auch, aber die haben wir jetzt halt hier nicht dabei. Ich ziehe jetzt als zweite Schicht noch ein normales Fahrradtrikot an. Wir haben jetzt halt hier ein Kurzarmtrikot, das kommt auch immer auf die Gegebenheiten drauf an, soll es wirklich kalt sein, zieht euch einfach nochmal ein Langarmtrikot an. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, dass das nochmal ein bisschen mehr an den Ärmeln, an den Armen auch schützt. Aber das ist meine zweite Schicht und dazu kommt noch, ich ziehe einfach noch eine Short an. Ich habe jetzt hier eine Bike-Short und ich habe ein Bike-Trikot. Die Sachen ziehe ich an, denn da kann der Schweiß auch nach außen. Also ich habe den dann auch nicht zwischen der Grundschicht und dieser Schicht, sondern der kann dann auch noch mal eins weiter. Und je weiter er nach außen kann, umso besser wärmt ihr euch im Kern. Das ziehen wir jetzt mal im Basti an.
So, jetzt sind wir bei der zweiten Schicht. Jetzt kommen wir zur dritten Schicht. Die dritte Schicht ist Wetterschicht. Also quasi alles, was an äußeren Einflüssen auf euch einprasselt, sei es Regen, sei es Schnee, sei es Kälte, die muss irgendwo ein bisschen abgehalten werden. Bei der Kälte ist es immer noch ein bisschen ein zweischneidiges Thema, weil dafür habt ihr ja die anderen beiden Schichten. Aber für Regen, für Schnee und auch für Wind braucht ihr einfach irgendwas, was das Ganze abhält. Hier haben wir jetzt auch wieder eine Jacke. Und das Gute an der Jacke ist, sie hat hier noch eine integrierte Weste mit drin. Also ich schütze nochmal meinen Körper selber, also den Grundkörper nochmal selber mit dieser Weste. Die kann man dann auch wieder rausmachen. Also die ist jetzt nicht fixiert da drinnen. Und dann kommt einfach so eine Wetterschicht drüber. Das ist jetzt eine Jacke, die ist für Regen richtig gut. Also ihr habt hier die Möglichkeit, dass der Regen einfach abgehalten wird und auch der Wind. Das ist nämlich extrem wichtig beim Fahrradfahren, weil ihr natürlich viel Wind habt. Und das Ganze gibt es dann noch garniert mit einer Hose. Und hier ist es auch so, dass hier innen drin nochmal eine zweite Schicht nochmal mit drinnen ist. Also quasi eine isolierende Schicht nochmal, dass von außen die Luft, die ankommt, schon mal erst gar nicht so wirklich durchdringen kann. Und die Hose kann auch nochmal den Regen abhalten. Und die beiden Sachen kriegt jetzt auch nochmal der Basti an. So, jetzt sind wir schon mal ausgestattet für eigentlich, sage ich jetzt mal, einen Tag, der... Also in meinem Fall, wie gesagt, das ist von jedem selbst abhängig, in meinem Fall würde ich jetzt so bis circa, ja, ich sag mal 2-1 Grad vielleicht fahren. Da wird es aber dann schon ein bisschen kühl. Jetzt können wir noch ein bisschen spielen und zwar habe ich jetzt hier noch eine Hose. Die ist für etwas noch kühlere Temperaturen. Die kennt ihr aus einem anderen Video, wo ich euch damals schon vorgestellt habe. Und zwar ist das eine Hose, die einfach noch mal ein bisschen mehr gefüttert ist. Hier habt ihr noch mal die Chance, ich sage jetzt mal bis -2 kann ich auf jeden Fall mit der noch easy fahren. Also da werde ich dann einfach ein bisschen spielen, indem ich sage, okay, wie kalt ist es, wo will ich hin, wie fahre ich heute? Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch noch mit der Hose ein bisschen das Ganze ein bisschen beeinflussen. Die ziehen wir jetzt im Basti nicht an, denn der hat ja schon alles an und er schwitzt jetzt hier schon ordentlich. Jetzt fehlt uns natürlich noch das Ganze, was unten an den Füßen passiert. Und hier kann ich euch ans Herz legen, Sealskins Socken. Also wir haben ja schon die Sealskins Handschuhe gezeigt. Diese Socken sind auch wieder mal mit so einer Innenschicht. Also man hört es, wenn man das so ein bisschen, die hören sich anders an. Normale Socken klingen nach nichts. Und die klingen so ein bisschen, ja, es ist so, wie als wenn eine Schicht drinnen wäre und das ist auch der Fall. Also es ist so, dass da nochmal eine komplette wasserabweisende Schicht drinnen ist. Da kommt kein Wasser durch. Was ihr auch machen könnt, womit ich auch jahrelang gut gefahren bin, sind einfach dicke Wollsocken. Ihr könnt auch Skisocken nehmen, die sind dann nochmal ein bisschen mit Kompression meistens. Also das könnt ihr auch machen. Wichtig ist halt, dass ihr dann Schuhe auch nehmt, die wenig durchlassen. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum Thema Schuhe. Hier haben wir auch wieder VD-Schuhe, das sind die Zali mit STX. Und hier haben wir einen Schuh, der eigentlich fürs ganze Jahr gedacht ist. Also dieser Schuh ist wasserabweisend, dieser Schuh ist leicht gefüttert, also moderat gefüttert. Ihr habt die Möglichkeit, es sogar mit Klicks zu fahren. Ich fahre den ohne Klicks. Ihr habt aber hier auch die Möglichkeit, die Klicks mit reinzubauen. Und da ist es wiederum so, nehmt einen Schuh im Winter, der wasserfest ist. Denn es gibt teilweise so kleinere Pfützen oder sowas. Wenn ihr da durchfahrt, dann spritzt immer das Wasser hier hoch. Und wenn ihr einen Schuh habt, wo etwas durchlässiger ist, hier im vorderen, im Zehenbereich, dann kriegt ihr ganz schnell kalte Füße, weil die ganzen Socken nass werden. Und das ist eben genau das, was ihr verhindern wollt, weil nichts ist schlimmer als kalte Füße. Was wir auch in dem Video mit Magnus damals von der Radstation Lindau gehört haben, lasst einfach über den Winter vielleicht eure diese Einsätze hier drinnen für die Cleats, weil da ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, wo Kälte reinkommen kann. Und dann kriegt ihr von unten nochmal die Kälte, die ist auch nicht so gut. Solltet ihr nur mit Cleats fahren, dann wisst ihr wahrscheinlich sowieso, wie kalt es werden kann. Und dann zieht ihr euch wahrscheinlich eh schon innen drin andere Socken an. Also von dem her, meine Empfehlung ist nur, ich fahre im Winter eher gern ohne Cleats, weil es halt einfach nochmal ein bisschen wärmer ist. Diese Schuhe ziehen wir jetzt dem Basti auch nochmal an. Und dann haben wir noch so ein kleines Gimmick. Also ich ziehe immer unsere Buffs mit an, weil nämlich das Problem ist, der Fahrtwind, der kommt, der friert euch natürlich euer ganzes Gesicht ein. Und damit, mit solchen Buffs, könnt ihr damit auch noch mal ein bisschen Einfluss nehmen, dass es eben nicht ganz so kalt wird. Wichtig ist halt immer, wenn ihr eine Brille tragt, ist es halt meistens nicht so gut, wenn ihr da irgendwas dran habt, weil dadurch beschlägt die Brille recht schnell. Das ist natürlich auch nicht so angenehm. Aber ich habe relativ gute Erfahrungen mit diesen Dingen gemacht. Die kann man auch als Halstuch quasi nehmen. Dann habt ihr da auch noch mal einen gewissen Schutz. Aber das ist auf jeden Fall noch was,
was ich euch ans Herz legen kann. Die gibt es bei uns übrigens im Shop, die könnt ihr da bestellen, da haben wir, glaube ich, sogar ein paar übrig. So, das ist, wie ich Fahrrad fahren gehe. Zugegebenermaßen, es ist extrem warm hier drin, es ist auch extrem warm. Also von dem her bin ich froh, wenn ich jetzt die Klamotten auch gleich wieder ausziehen kann. Aber das ist, wie ich Fahrrad fahren gehe. Bei euch da draußen ist es bestimmt entweder ähnlich oder auch komplett anders. Schreibt eure Tipps, eure Tricks, wie ihr im Winter Fahrrad fahren geht, einfach mal in die Kommentare, was denn ihr anzieht, was ihr anhabt. Das interessiert bestimmt die anderen und mich natürlich auch, denn vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei, den ich auch noch umsetzen werde. Alle Klamotten, die ihr hier seht, oder die meisten der Klamotten, die ihr hier seht, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Und ansonsten, wenn euch so eine Art von Video gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ist natürlich gängig, ne? Aber man muss es immer wieder dazu sagen. Und dann wünsche ich euch oder dir einen schönen Nachmittag. Bis bald.